Hallihallo, hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir haben die Folge 965. Ja? 965, Notizen-App, kein WLAN. Ja, und wir wissen jetzt, warum. Es ist das Kabel. Heute war meine Betreuerin da und wir haben rausbekommen, dass das Kabel durchgefressen ist an einer Stelle, nämlich genau an der Stelle Verbindung von Internet zum, also wo, es war, ist so eine Vergabelung. Und diese Vergabelung, die ist durchgefressen und deswegen habe ich kein Internet. Also es ist nichts, es ist weder die Fritzbox noch, also bis jetzt jedenfalls nicht. Wir haben aber schon neue Kabel bestellt. Das heißt, am Freitag holt meine Betreuerin Ela ab und dann kommen Ela und die Betreuerin zu mir und dann wird das Internet wieder gehen. Also ich hoffe, dass ab Freitag wieder Internet ist. Also ihr könnt euch freuen. Flo, wir können also am Freitag, wenn alles gut läuft, wieder telefonieren. Ja, und auch an alle anderen, die irgendwie, ja, dann kann ich auch wieder mehr WhatsAppen und auch mal wieder ein bisschen aktiver in den Gruppen sein und so. Also, ja, das alles, hoffe ich, wird ab Freitag. Das passt ja auch zum Wochenende, ne? Ich meine, gut, und die paar Tage halte ich jetzt auch ohne aus. Also, ja, so schlimm ist es nicht. Ja, warum halte ich mein Handy eigentlich so komisch? Wir haben doch hier eine Monoaufnahme. Das heißt, ich kann mein Handy zumachen und dann hat sich die Sache. Ja, ansonsten, wir haben heute auch mehrere Pakete von der Post geholt. Also Essen, jetzt nicht hier. Hat auch alles geklappt. Hatte ich auch erst ein bisschen Bedenken, weil ich sowas ja selten mache. So Pakete von der Post holen und auf dem Land und so. Also in Berlin, das war mir, ist mir ja geläufiger. Aber wenn du sowas auf dem Land machen musst und... Ja, aber war ganz nett, die Post. Wir kamen auch schnell dran und die Post, die Frau von der Post kannte mich sogar, weil sie wohnt 2 Aufgänge weiter. Also da haben wir wieder, ne, das Dorf. Egal, auf jeden Fall. Ja, da sieht man wieder, was für Vorteile, wenn man auf dem Land ist. Also ja, haben wir auch diese ganzen Pakete geholt. War einmal von Zooplus und einmal Amazon, zweimal Amazon. Also hier so Büchsen und Fertiggericht und so ein Zeug. Ja, also ich habe jetzt auch wieder gut zu essen. Erstmal... Ja, das haben wir auch geholt und ja, dann haben wir das halt mit dem Techniker nochmal bequatscht von Stadtwerke Schwedt und ja, übrigens ein sehr tolles Gespräch gewesen, kann man ja öffentlich sagen, also der war wirklich sehr nett und hat uns da weitergeholfen. Da musste ja die Betreuerin ran, weil wie gesagt, ich sehe ja die Lampen nicht und was hätte ich ihnen erzählen sollen, was leuchtet, ja. Hätte ich Ihnen ja das Blaue vom Himmel erzählen können. Ah, egal, auf jeden Fall wissen wir jetzt, es ist das Kabel. Und ja, es wird jetzt auch ein anderes Kabel geholt, nämlich ein durchgehendes. Nicht mehr mit Vergabelung, sondern so eins, was man gleich, also wo auch gleich alles in eins ist, sodass wir nur noch so einen Kabelschlauch brauchen, der halt auch bis fest ist. So, sprechen müsste man können, dann könnte man auch einen Podcast machen. Und so läuft das. Ne? Also... Ja, also letztendlich alles gut. Ab Freitag werde ich, denke ich, mal wieder Internet haben. Ja, freut mich natürlich, weil, also ehrlich gesagt, diese mobile Sache ist schon anstrengend. Also gerade hier in Manchmo. Und wenn ich dann immer wieder sehe, wie gut es in Selo läuft, ja, und ich komme dann nach Hause und kann nicht mal ein Podcast-Foto hochladen. Also das ist schon, da sieht man mal einfach, wie schwach es hier in Manchmo ist mit mobilen Daten. Und das ist einfach nervend. Und ja, also... Ja, da sieht man mal, auf mobile Daten kann man sich hier auf dem Land nicht verlassen. Meine Betreuerin hatte auch keinen guten Handyempfang. Ich weiß nicht, ob welches Netz sie hat, aber das scheint ja hier in... Das scheint ja hier in Manchmal auch so ein Riesenproblem zu sein mit dem Handyempfang, also... Jetzt trinke ich erstmal Wasser. Ja, also ein sehr wilder Tag heute. Also ich muss sagen, ich bin ja mit so Sachen immer, was heißt überfordert? Also bei mir ist es immer so, wenn ich etwas alleine regeln kann, ganz alleine, und ich weiß, was ich tun muss, dann ist es immer okay. Wenn es aber so Sachen sind, wo ich weiß, da brauche ich Hilfe, wie mit den Paketen oder, ja, also du kannst ja hier nicht mal auf dem Land einfach mal loslaufen, dein Paket von der Post holen und wiederkommen, sondern du brauchst ja dann auch die Karten, musst deinen Ausweis vorzeigen. Dann wusste ich auch nicht, da ich ja nur mein Blindenausweis bei mir habe, nicht mein Personalausweis, den schleppe ich ja nicht dauernd mit mir rum, weil
den brauche ich ja nicht immer. Und den habe ich aber eher noch liegen, weil falls sie das einen den mal kopieren muss, also mir ist der Blindenausweis ja wichtiger. Und von daher, und da ich ja sowieso letztendlich kaum unterwegs bin, ist mir das auch relativ egal gewesen. Aber ja, die haben auch, da braucht man auch den, da hat ja der Blindenausweis hat aber gereicht. Es war überhaupt kein Problem, nur das wusste ich halt nicht. Naja, und Unterschrift war auch kein Problem, durfte meine Betreuerin unterschreiben. Das war irgendwie im Auftrag, haben wir das so geregelt. Und also war also auch kein Problem, weil ich ja nicht wirklich unterschreiben kann. Also das war auch, wurde mir auch eine Sorge abgenommen. Und insofern war das ganz okay. Und ja, also lief alles ganz gut. Und ich bin ganz froh drüber, weil, wie gesagt, das sind alles so Papierkram-Sachen. Damit möchte ich mich nicht so gern befassen, weil es ist mir einfach zu hoch. Und ja, aber ist halt, naja, ist halt blöd, wenn man alleine ist und dann wird was bestellt und dann kommt, ist man halt nicht zu Hause. Eigentlich bin ich ja fast immer zu Hause, aber wie gesagt, wir versuchen ja auch immer alles so zu regeln, dass es am Samstag kommt, aber bei den manchen Paketen ging das einfach nicht. Es geht ja nicht immer. Und insofern muss man ja das eine oder andere dann von der Post holen. Aber gut, ja. Ich meine, in Berlin ist alles kein Problem. Ja, da holst du ein Taxi, fährst zur Post runter, Pakete drin. Das ist natürlich hier schwieriger, weil erstens kriegt man hier ein Taxi in Manchnow. Die haben ja auch nur wenig Taxiunternehmen und so. Das ist ja nicht wie in der Stadt, wo du 50 Nummern hast und also, naja, ist halt so. Ne? Naja, jedenfalls hat das alles geklappt und wir wissen jetzt auch, woran es liegt. Das heißt also, ab Freitag werde ich wieder Internet haben, hoffe ich zumindest. Und auch ein anderes Kabel, ein durchgehendes. Das heißt also, dass dann keine Verkabelung da mehr ist und also diese Vergabelung da. Ja, und dann ist das auch erledigt. Und mein Kater läuft hier rein. Na super. Ja, jetzt muss ich meinen Kater nehmen und ihn wieder raustragen. Jackie, komm. Ja, ja, du. Oh, das ist ein Mistvieh. Der weiß ganz genau, dass er hier nicht rein darf. Komm mal hier, Dicker. Komm raus. Ja, ja. Ja, ist gut. Ach, jetzt kommst du. Dicker, ist gut jetzt, Mensch. Mensch. Stell dich doch nicht so an hier. So. Und raus mit dir. So. Und jetzt stellen wir dich wieder ab. Und alles gut. Und hopp. Alles gut? Ja, alles gut, Dicker? Alle Füße noch dran? Ja. 1, 2, 3, 4. Ist gut, Dicker. Alles gut, ne? Na, komm her. Ja, er kommt noch zu mir. Er ist mir nicht böse. Ja. Muss man ja mal gucken, dass die Katze einem nicht böse ist. Hab ihn ja nur rausgetragen. Er soll ja nicht. Ja, wie gesagt, also das ist alles jetzt geregelt und ich finde es auch gut. Entschuldigung, ich habe Zelta getrunken. Ich finde es auch gut, wie das alles auch Hand in Hand arbeitet, also auch mit Ela und den Betreuern und das ist wunderbar. Ja, wunderbar. Also ich bin wirklich, ein Arbeitskollege von mir war auch noch bei. Oder man muss ja sagen, ein ehemaliger Arbeitskollege. Ja, der arbeitet ja nicht mehr da, aber ich verstehe mich ganz gut mit dem. Ja, und insofern alles gut. Also ab Freitag, hoffe ich, habe ich wieder Internet. Und dann geht's wieder los. Ja, dann kann ich auch mal wieder eine schöne Stereodatei hochladen. Ach, das vermisse ich irgendwie. Also wenn man die ganze Zeit diesen Mono-Quatsch hat, es ist ja nicht schlimm. Mono ist ja nichts Schlimmes, ja. Es ist nur, wenn man die ganze Zeit immer Stereo aufgenommen hat und dann natürlich auf kleinere Dateien angewiesen ist, ja, man will dann schon mal wieder so einen Stereo-Sound hören. Ne? Das ist, also geht es mir jedenfalls. Vielleicht kannst du ein oder andere nachvollziehen, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch nur einfach eine blöde Hörgewohnheit von mir, also wie gesagt. Aber ja, es ist schon schöner, gerade wenn man so Kaffee trinkt und diese ganze Atmosphäre ist schon schöner, wenn die halt in Stereo kommt, ne? Aber gut, das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich bin jedenfalls froh, dass ich bald wieder Internet habe. Ja, morgen wird es noch heißer. Ja, sonst ändert sich natürlich nichts groß. Was hat mein Handy jetzt gemacht?
Das weiß ich. Ja. Nö, läuft noch. Okay. Ich dachte schon, hä? Irgendwas hat er da gemacht, aber ich weiß nicht was. Naja, jedenfalls beende ich die Folge jetzt mal. Das reicht ja auch. Das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 965. Und wir hören uns dann, wann hören wir uns denn? Ja, in der nächsten Folge. Ja, bis dann. Ciao, ciao.